Au, 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 weg, weg! Oh. Ich treffe sie von hier. Ich, sie trefft mich auch von hier. Wie was? Wie hat sie mich denn bitte? Oh! Ja, genau, perfekt! Aber jetzt sprang sie quasi schon wieder auf. Es geht auch nicht darum, wie man etwas schafft. Es geht nur darum, ob man etwas schafft. Hey, es geht um ein Mobs-Mitglied. Mit der stimmt was nicht. Vielleicht Cyberpsychose. Mein Kunde ist in Gefahr und du musst ihn da rausholen. Okay. Ich wäre dir echt dankbar, wenn du mir helfen könntest. Klar. Ja. SOS Söldner gesucht. Das ist doch nicht wieder der... Nee, das ist ein anderer diesmal. Alles klar. Hal Kantos hat sich bei mir gemeldet. Er ist ziemlich bekannt hier in der Gegend. Unglaublich talentierter BD-Tuner. Er hat mal für VNS News gearbeitet, bis man ihn wegen Betrug rausgeschmissen hat. Jetzt arbeitet er nur noch unter der Hand. Jedenfalls steckt er gerade in der Klemme. Er wollte wohl einen BD für die Mox tunen und hat dabei irgendwie Mist gebaut. Denn eines der Mädchen ist komplett durchgedreht, nachdem sie sich das Headset aufgesetzt hat. Hat rumgeschrien wie eine Wilde und auf alles geschossen, was sich bewegt hat. Hal konnte sich verstecken, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie ihn findet. Du sollst dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ich schicke dir die Koordinaten der Lagerhalle, in der er sich versteckt. Und nur falls es dir irgendwie entgangen sein sollte, im Gebäude befindet sich eine Amokläuferin. Also halte deine Waffe bereit. Eddies kriegst du nur, wenn Hal es Leben rausschafft. Cool, machen wir. Hört sich gut an. Ist das hier um die Ecke zufällig? Das wäre ja tatsächlich direkt um die Ecke. Irre. Irre. Mit dem Moped natürlich hin. Flop. Light FM ist noch an. Und go. Handbremse. Naja. Hinterbremse. Und Volldampf. Direkt hier um die Ecke. Hier, ne? Okay. Dann mal rüber. Hell, wir sind da. Wie komme ich denn da rein? Durch den Haupteingang? Es wird wahrscheinlich ein schwieriger Gegner sein. Wir sollten Feuer essen. Auf jeden Fall. I, Inventar. Nee, Quatsch. Ich meine natürlich Rucksack. Burrito. Essen und was trinken. Dankeschön. Das sollte reichen. Die Waffen sind alle nachgeladen. Sieht ganz danach aus. Und dann schön mit der Flinte arbeiten. Ansonsten natürlich mit dem Scharfschützengewehr, falls wir sie Feuer erspähen sollten. Aber das wird definitiv ein Kampf gegen einen mittelschweren Gegner. Ein absoluter Albtraum für unsere jetzige Spielsituation. Wir sind noch hardcore unterlevelt. Aber wir wollen ja unbedingt im Urschleim erstmal alles erledigen, was es zu erledigen gibt. Dollars, gib sie mir. Wir brauchen sie. Hier vorne kann man ja schon mal looten, ne? Das wird jetzt nicht so schlimm sein. Die wird noch nicht direkt um die Ecke stehen. Hä, warum kann ich denn die Tüte nicht mitnehmen? Manchmal ist echt komisch, ne? So, technische Fähigkeiten benutzen. Jupp, habe ich vor. Nice. Sehr gut gemacht. Können wir hier auf das Terminal zugreifen? Nee, das wäre auch zu viel des Guten. Vielleicht aber mit dem Scharfschützengewehr im Anschlag hier rein. Ja, okay, alles klar. Smart Pistole. Naja, zumindest für den Verkauf. Terminal gucken wir uns später an. Wenn ich es nicht vergesse. Loot, loot, loot. Und ansonsten müssen wir uns natürlich als allererstes hier auf den Auftrag konzentrieren. Aber das Ding Hack würde ich schon ganz gerne verlinken. Was hat es damit auf sich? Was können wir da mit veranstalten? Okay. Ach so, für Kram. Extrahiert eine kleine Anzahl Euro-Dollar-Komponenten und schlag mich tot. Je nachdem, wie tief wir in das System vordringen, ja. Das ist aber auch eine komplizierte Sache. Ich habe das noch nicht ganz begriffen. Warte mal, Hilfe. Oh, Hilfe, das könnte praktisch sein. Dein Ziel ist es, Zeichen aus der Code-Matrix in der richtigen Sequenz auszuwählen, um so das gewünschte Programm Daemon ins Netzwerk hochzuladen. Die ausgewählten Zeichen erscheinen hier und bilden eine Sequenz im Puffer. Okay. Diese Liste zeigt alle Daemons an, sowie die Sequenzen von Zeichen, mit denen du sie hochladen kannst. Wähle ein Zeichen aus der hervorgehobenen Reihe oder Spalte aus und drücke linke Maustaste, Enter oder F, um es in den Puffer zu bewegen. Ach, die Hilfe bleibt an. Nee, das stresst mich jetzt eher. Okay, die Sachen erscheinen oben im Puffer und werden dann hier auch bei der Sequenz zum Upload hervorgehoben.
Keine Ahnung. BD? Jetzt 1C? Wieso fehlgeschlagen? Ach so, können wir alle drei abräumen? Das ist ja großartig. Wir haben die dicke Sequenz. Ja, tatsächlich. Wir haben die ganz dicke Sequenz haben wir geschafft. Oder kann man auch alle drei schaffen? Aber auch nur, wenn das Codefeld es realisiert, also quasi hergibt. Na gut. Zumindest haben wir was bekommen. Ganz wichtig. Ich höre sie schon schreien. Den Datensplitter mitnehmen. Oh, da ist sie. Oh, da ist sie. Sie ist auch nicht die schnellste, ne? Kann ich sie vielleicht einfach von hinten packen oder so? Wie die anderen? Ich meine, da ist kein Totenkopf. Aber das wird nicht so einfach sein. Die ist ja so eine Art Spezialgegner. Haben wir ja alles. Ich möchte den Kampf noch so ein bisschen vor mir herschieben. Ich würde sagen, wir ballern hier erstmal schön eine mit dem Scharfschützengewehr vom Kopf. Und dann gucken wir mal, wie sie reagiert. Nicht, dass sie so ein super schneller Gegner ist. Oh. Wer bist du? Ho, ho, ho. Alles klar. Nicht zufälligerweise ein Doc. Doch, hab ich mal. Doch, ich hab einen Doc. Natürlich. Die ist immer auf dem Laufenden. Jo. Alles klar. Was ist dir passiert? Was ist denn hier passiert? Hell sollte ein BD für uns entschlüsseln. Hat er auch. Zumindest meinte er das. Voll in die Hose. Ja, absolut. Als Annie eingetaucht ist, hab sie noch nie so schreien hören. Sie ist ausgerastet und kannst dir den Rest vorstellen. Mhm. Und nun muss mich um den Cyberpsycho kümmern, wobei ich suche Hell. Hell Kantos. Wo ist er? Weiß nicht. Wahrscheinlich unten. Hab ihm gesagt, er soll sich verstecken. Okay. Und können wir jetzt den Doc geben oder nicht? Na komm, nimm schon. Komm, dann haben wir das hier fertig. So viel Zeit muss sein. Hier kommen wir raus oder rein, wahlweise. Ich muss was unternehmen. Ja, bring sie um. Habe ich vor. Wenn du weißt, wie, verlink dich mit ihr. Durch unser Localnet. Um was von ihrem Chrom auszuschalten. Ja. Wächst. Klar. Du kannst dich mit ihr verlinken. Oh nein. Sie ist in der Nähe. Nicht, dass wir das mit dem Spielautomaten hätten machen müssen. Okay. Okay, alles klar. Können wir uns vielleicht irgendwo anders noch verlinken? Das wäre ziemlich cool. Das wäre ziemlich cool. Vielleicht über den Grill oder so? Das wird ja angezeigt, ne? Das sind diese roten Symbole. Diese kleinen Ritterrüstungen. Tür. Feuerlöscher. Oh nein, bitte nicht. Bitte lass das nicht die einzige Möglichkeit gewesen sein. Vielleicht ist drinnen noch irgendwas. Oder hier. Eventuell. Guck mal bitte nach. Nachrichten 2. Hä, das Mädel, nach der die Mox gesucht haben, die ist tot. Jemand hat sie dazu gebracht, XBDs zu drehen und ihr die Birne komplett ausgebrannt. Wir wollen rausfinden, wer die Teile gedreht hat. Unser einziger Anhaltspunkt bisher sind die BDs. Du musst den Code isolieren, um an die ursprünglichen audiovisuellen Informationen zu kommen. Kannst du dich darum kümmern? Je schneller, desto besser. Uns läuft die Zeit davon. Bax. Warnung, sie wurden angegriffen. Achtung, Malware entdeckt. Ich glaube, den kennen wir schon. Ihr Computer wurde von 3 Demons attackiert. Doch, ja, das Teil kennen wir auf jeden Fall. Und es wird empfohlen, auf jetzt scannen zu klicken. Oder so in die Richtung. Doch, doch, das kennen wir schon. Aber das hilft uns hier gerade nicht weiter. Wir müssen uns irgendwo verlinken. Vielleicht in der Lagerhalle. Feindlicher Bereich. Vorsichtig. Hier ist doch bestimmt... Ah, da, wir können uns verlinken. Definitiv. Oh, 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 oh. Wow, das war knapp. Guck mal lieber darüber. Hier, Ablenkungsmanöver. Genau, guck in die Richtung. Hey, hey, was ist das? Jetzt gehen wir darüber. Und friemeln uns ins System. Nein, das ist alles nur Ablenkung, ne? Oder? Schande, ja. Nicht, dass wirklich der Spielautomat die einzige Möglichkeit gewesen ist, uns mit ihr zu verlinken. Das ist sehr ungünstig. Vorsichtig. Vorsichtig. Ist hier irgendwas Schickes?
da. Oh Gott sei Dank. Da, die kleine Ritterrüstung wieder. Hi. Du bist tot, ne? Schade für dich auf jeden Fall. Können wir uns mit dir auch verlinken? Ja, könnten wir, hätten wir diesen Level auf 5, dessen Symbol ich gerade nicht deuten kann. So, dann wollen wir doch... Nein, come on. Was soll denn das? Es ist nicht die einzige Möglichkeit gewesen. Also der Spielautomat ist nicht die einzige Möglichkeit gewesen, uns mit ihr zu verbinden. Aber die einzige für uns mögliche Variante. Oh Gott. Das ist sehr, sehr ungünstig. Was mache ich denn jetzt? Mich rausladen, das geht nicht. Und ich musste mich natürlich vorher verlinken. Und hier ist wirklich nichts mehr. Nein, hier liegt ja sie. Schande. Schande. Aber ich hab doch ein Level. Na klar habe ich ein Level. Wo ist denn das hier? Welche Fertigkeit ist das? Verbinden, hacken. Intelligenz, Breach-Protokoll, Quick-Hacks. Nee, Coolness, Kampfmaschine. Was ist das? Das ist es nicht. Definitiv nicht. Ist es das hier zufällig? Wir sind auf... Auf welcher Stufe sind wir? Und welche brauchen wir nochmal? Da können wir uns auch reinhacken. Gute Idee. Wo ist denn das? Hinter den Schränken? Nee, hier unten. Warte, stopp. Das ist was ganz Doofes. Ein Getränkeautomat. Das ist doof genug für uns. Cool, machen wir. Vorsichtig. Ignoriere uns. Oh, Loot. Oh, sie hat uns schon wieder gesehen. So halb. Alles cool. Ablenken. Ablenken. Da drüben. Guck da hin. Genau, geh da lang. Tür wieder zumachen. Zumachen. So, und hier können wir uns verlinken. Alles cool. Alles cool. Verlinken Klappe die zweite. Aber es stehen hier die gleichen Sachen wieder da. Ich hoffe, das ermöglicht uns irgendwas anderes noch zu tun. 5. Und jetzt 1C. 55. BD. Hat das was gebracht? Nee, das ist was anderes gewesen. Vielleicht muss ich mich unbedingt mit ihr da oben verbinden. Weil es was Spezielles ist. Kann ich gerade nicht deuten, aber ich würde es ganz gerne mal ausprobieren. Das optionale Ziel wird ja hier nicht so wirklich hervorgehoben. Nee, ne? Warte mal. Kaffeemaschine, nur Ablenkungsmanöver. Sie verrät mir das nicht, ne? Nein, sie verrät mir das nicht. Wir müssen nochmal rüber zu ihr. Das scheint ein recht gefährlicher Gegner zu sein. Neutralisiere den Cyberpsycho. Und das ist kein optionales Ziel. Ich muss mich mit ihr verbinden. Irgendwie sind die miteinander verbunden. Höchstwahrscheinlich. Und wir haben nur 4 von 5. Das ist doch Intelligenz, oder? Ich bin 4 Intelligenz. Richtig? Ja, wir sind 4 Intelligenz. Ich glaube, das ist auch das Symbol. Na dann möchte ich natürlich 5 Intelligenz werden. Cool. Und vielleicht noch irgendwas dazu. So, schalte den Demon großer Schlaf frei, mit dem du alle Kameras im Netzwerk 3 Minuten lang deaktivieren kannst. Das würde uns eine ganze Menge Arbeit ersparen beim Sneaken, aber halt nur 3 Minuten. Dann müssten wir alles in 3 Minuten schaffen. Finde ich gut. 6 Minuten. Klasse. Ist gebongt. Damit schaffen wir alles. War das jetzt richtig? Ja, es war Intelligenz. Coole Sache. So, wir hacken uns in die Lady rein. Ah, hier gibt's aber auch nur Kohle, ne? Gab's da vorher irgendwie eine andere Möglichkeit? Ich geh nochmal raus. Terminal bitte verlassen. Habe ich's vergeigt? Für immer jetzt? Nee, es geht noch, ne? Aber ich kann nicht irgendwas anderes auswählen. Das Subnetz der Mox ein. Wie hacke ich mich denn bitte in das Subnetz der Mox ein? Muss hier leider mit E9 anfangen. E9...
Jetzt 1C. Immer das, was am meisten gibt, ne, würde ich sagen. Jetzt wieder 1C. Und dann, naja, okay. Ich glaube, man kann nicht alles lösen. Also alle Gewinne hier rausziehen. Das wäre fast schon Hacking. Na gut, wir haben ja gehackt. Das wäre Cheaten. Auftrag Berufsrisiko. Mission aktualisiert. Oh, oh. Doch, jetzt ist cool, ne? Jetzt haben wir uns in sie reingehackt. Der Auftrag wurde aktualisiert und das optionale Ziel ist jetzt weg. Und wir haben hier nicht alle Hacking-Möglichkeiten. Nee, haben wir nicht erschöpft. Aber ich möchte das nochmal machen. Ich finde das sehr interessant. Ich möchte das besser meistern können. Nochmal. Oh, hier müssen wir 4 Sachen schaffen. Angefangen mit einer 55. Dann gibt es noch eine 55. Dann BD. Und dann E9. Gibt es hier nicht. Hätte ich vorher gucken müssen. Ne? Dann nehme ich eben den kleinen Gewinn mit nach Hause. Ist doch nicht so schlimm, ne? Gehe ich mit einem kleinen Kuscheltier vom Rummelplatz wieder nach Hause. Hauptsache, ich hab was. Das ist die Hauptsache, wirklich. Wir können ja mal kurz probieren, ob wir sie nicht vielleicht jetzt, wo sie geschwächt ist, vielleicht packen können. Das wäre ganz cool. Ansonsten laden wir ab hier nochmal. Mhm. Was lange währt, wird gut. Wo will sie hin? Ja, vorsichtig. Ja. Geht nicht. Geht nicht. Sie kann mich also riechen. Okay, wir müssen uns auf den Kampf vorbereiten. Und zwar idealerweise mit was zu essen. Aber wir haben keine Burritos mehr, oder? Nee, das ist irgendein Riegel hier. Dann esse ich den Riegel und trinke mir eine Cola. Eine schöne Cola. Aber jetzt. Jetzt wird's ernst. Vielleicht erst hacken oder so? Breach-Protokoll? Nee, das kriegen wir nie hin. Optik-Neustart wären 11 Speicherstreifen. Krass. Wir ballern hier einfach einen aufgeladenen Schuss erstmal schön in die Rübe, ne? Genau so, Mann. Genau so. Boom. Vorsichtig. It's party time. Den mache ich alle. Aua, ich bin fast tot. Ich bin tot. Die ist immer noch sehr stark. Verdammt, was soll das? Come on, come on. Ist nachgeladen. Spritze. Doc. Sie kommt. Sie kommt. Au, au, au. Weg, weg. Ich hab sie voll erwischt. Das haut ihn nicht mal um. Au. Oh. Ich treff sie von hier. Sie trefft mich auch von hier. Wie was? Wie hat sie mich denn bitte? Au. Oh. Ja, genau, perfekt. Aber jetzt sprang sie quasi schon wieder auf. Also der erste aufgeladene Schuss gibt uns schon so einen kleinen Vorteil, aber auch nur, wenn wir den restlichen Kampf überleben, oder? Hier drüben. Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Ich würde ihr fast lieber als erstes sogar eine Granate lieber vor die Füße werfen. Dann liegt sie zumindest und dann können wir ihr schön mit der Flinte aus nächster Nähe noch in den Kopf ballern. Boom! Wie hast du das überlebt? Zicke! Es ist noch Obst da! Renne! Die muss doch irgendwann mal fallen! Hilfe! Hilfe! Was? Sie schreit Hilfe, genau. Ist ja lächerlich. In Deckung bleiben, sie ist im Schussmodus. Da tötet sie einen mit 2 Schüssen! Man mag es kaum für möglich halten. Wo ist sie? Wo ist sie? Komm her, komm on. Okay, weiter. Wo ist sie? Vorsichtig. Ja, genau, komm her. Sehr gut. Perfekte Ecke. Granate, noch eine. Noch eine. Und noch eine. Gute Idee. Spammen wir sie voll mit Granaten. Dann eben so, ne? Der Klassiker. Jo, perfekt. Super stealthiges Gameplay. Oh, sie schießt. Wir sind tot.
Wow, wir sind fast tot. Jo, okay. Oh, oh, oh. Schießt sie? Ja, sie schießt, sie schießt. Weg, weg, weg. Weg, weg, weg. Weg, weg. Oh Gott. Hör auf zu schießen, das ist so unfair. Hilfe. Hilfe. Voll auf die Distanz mit einer doppelläufigen Schrotflinte. Wie bitte? Wie bitte? Sie brennen. Brandgranaten ist ja noch viel besser. Dauerhafter Schaden und sie liegt trotzdem. Sie brennt sogar doppelt. Nur brenn doch endlich mal ab, Mensch. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, da steht ihre Energie. Ganz oben. Ich verstehe. Oh, oh. Wir haben es fast, ne? Nur noch ein kleines Stück. Ah! Brenne! Brenne! Sie schießt wieder, ne? Ja, sie brennt und schießt. Echt ungünstig. Ne, jetzt nicht. Hier, brenne weiter. Ah! Ah, nein, nicht jetzt. Haben wir es geschafft? Ja, ich glaube schon. Oh, oh. Er kriegt ja schon wieder Puls, ey, mein lieber Scholli. Meine Güte, die war richtig crazy. Aber wir haben es geschafft, ne? Ein feiner, kleiner Kampf hier. Blauer Loot. Nee, das war sie. Das ist die andere. Ich habe mich schon gewundert. Die hat einen ganz anderen Schlüpper an. Scharfschützengewehr. Nekomata, dankeschön. Ruhe und Frieden. Schön. Ja, wir brauchen nur ordentlich viele Granaten und dann spammen wir hier jeden Gegner aus dem Verkehr. So, wo ist denn jetzt der Hell? Finde Hell Kantos, nicht, dass der schon tot ist. Hell? Hell? Wo bist du, mein Guter? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo hast du dich versteckt? Gibt's hier noch Loot? Irgendwo hier? Ich glaube, wir werden ihn beim Looten finden. Wenn wir uns Mühe geben. Radio aus. Hell, hell, hell. Hell, hell. Ich steck mal die Knarre weg. Die Gefahr ist gebannt. Wir haben es überlebt. Es war eine schwere Anstrengung, aber hat auch eine Menge Spaß gemacht. So. Hell, hell, hell. Ist er vielleicht irgendwo hier markiert? Verfügbare Quick Hacks, Flutlicht. Oder ist er wirklich da bei der Markierung? Wo ist Hell, Mensch? Unter den Platten da eventuell? Unter der Platte? Hell! Bist du hier? Kann ich hier irgendwie auch unten rein? Da ist eine Treppe tatsächlich. Wie kriege ich das hier auf? Irgendwie müssen wir das doch aufkriegen. Hier ist er nicht. Hey, 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 ich habe den Cyberpsycho erledigt. Also, die andere. Wir waren im selben Netz. Mhm. Du hattest keine Wahl. Ist schon okay. Aber wo ist Hell? Hell Kantos. Wo ist er? Weiß nicht. Wahrscheinlich unten. Aber wie komme ich nach unten? Hab ihm gesagt, er soll sich verstecken. Ja, er soll sich verstecken. Unten. Hell? Lebst du? Ach hier, alles klar. Ja, Mann. Ja, Mann. Hab ich. Du kannst rauskommen. Endlich. Ich dachte schon, ich ersticke hier.
Kennst du das, wenn du morgens aufwachst und denkst, heute wird ein Scheißtag, an dem nichts läuft, wie es laufen ja, soll? Ja, Mann, kenne ich. Ohne Ende. Heute war einer dieser Tage. Ich hätte im Bett bleiben sollen. Aber überlebt ist überlebt, damit wäre mein Job erledigt. Gut, mein Job wäre damit erledigt. Bis zum nächsten Mal. Hoffe nicht, dass es ein nächstes Mal gibt. Ich hoffe auch nicht, mein Freund. Mission abgeschlossen. Auftrag Berufsrisiko. Regina! Komm schon, ruf mich an. Ja, und ab. Wird sie wahrscheinlich gleich. Oh, wie schön das Spiel bei Nacht aussieht, oder? Da ist es schon. Sehr schön. Hal ist super glücklich und kriegt sich gar nicht mehr ein. Schwärmt total von dir. Sowas spricht sich schnell rum wie Auftrag abgehakt.